Hallo und herzlich willkommen hier in meinem Kastenwagen. Mein Name ist Andi und ich möchte dich gerne zum Teil eines Experimentes machen. Das Experiment ist dabei ganz einfach, es nennt sich das Vanlife-Experiment. Und was es damit auf sich hat, das erkläre ich dir in diesem kurzen Video. Generell bin ich ein Mensch, der wahrscheinlich so wie du Zeit seines Lebens immer nur in Beton- und Stahlgebäuden gewohnt hat. Fakt ist, wir wohnen immobil, ja, in Immobilien, okay? Und ich persönlich habe einerseits aus deiner Sicht das große Glück, von zu Hause arbeiten zu können. Auf der anderen Seite kenne ich aber auch die ganzen Nachteile, die damit einhergehen, und zwar, dass man selber nicht mehr in die Natur kommt. Jeder Weg, den man nicht tun muss und einen aus der Wohnung hinausführt, führt dazu, dass man auch keinen anderen Weg vor der Türe macht. Ich sitze also den ganzen Tag am Computer und arbeite da, kann davon auch leben, allerdings komme ich dadurch nicht mehr in die Natur. Und ich habe für mich gemerkt, dass das nicht das ist, was ich mir ursprünglich vorgestellt habe. Dieses Leben, so, tut mir nicht gut. Ich musste also raus, ich musste in die Natur, ich musste was machen. Und habe darüber dann festgestellt, dass ich, sobald ich in den Wald gehe und da eine gewisse Zeit verbringe, ich nachher wieder rauskomme und mich fühle wie ein neuer Mensch. Das tat mir gut. Und je mehr ich das gemacht habe, desto mehr wurde mir für mich bewusst, dass es das ist, was ich will. Ich muss mehr raus. Und trotzdem, trotz dessen, dass ich darum weiß, habe ich den Weg nach draußen, und obwohl ich im Erdgeschoss wohne, nur schwer gefunden. Und die Lösung siehst du hier im Hintergrund. Ich habe mich dazu entschieden und entschlossen, ein Experiment zumindest erstmal durchzuführen, bei dem ich mit Sack und Pack in diesen Kastenwagen ziehe. Es handelt sich dabei um einen gängigen Kastenwagen der Marke Fiat, ist genau genommen Ducato, mit einem Adria Wohnmobilausbau, also von der Firma Adria. Und die Überlegung ist, ist es möglich, und das ist eigentlich das Experiment aus meiner Sicht, ist es möglich, aus einer Wohnung in einen Kastenwagen zu ziehen, ohne dabei großartig an Wohnqualität zu verlieren? Das ist auf der einen Seite die spannende Herausforderung, der ich mich gerne stellen möchte. Auf der anderen Seite ist es aber auch ein Gefallen, den ich mir selber tue. Denn in dem Moment, in dem ich in einen Kastenwagen ziehe, tausche ich die Immobilität einer Immobilie in die Mobilität eines Fahrzeugs. Und wenn ich möchte, und das ist das Reizvolle, dann kann ich morgen wach werden und bin in einer ganz anderen Stadt oder einfach im Grünen oder an einem See. Und alleine diese Bilder, das Sehen von tollen Gegenden oder der Natur als solche, ist unbezahlbar. Das sehe ich heute, das war früher nicht so. Und wenn du möchtest, dann nehme ich dich gerne mit. Ich werde mit Sicherheit, bevor ich weiß, wie ich hier einziehen kann, ohne an Qualität zu verlieren, werde ich Lösungen brauchen. Auf Probleme, die damit zu tun haben, dass man hier in einem Fahrzeug ist. Zum Beispiel, dass man nicht weiß, wo man das Wasser morgen herbekommt. Man hat nur einen gewissen Tank und wenn der leer ist, braucht man Wasser. Und ich habe noch überhaupt keine Erfahrung mit Camping im Wohnmobil. Ich liebe mein Fahrzeug jetzt schon, ich habe es gerade erst bekommen. Wir haben mitten im Winter, es ist flauschig warm hier drin durch die Standheizung. Und ich werde dir mit Sicherheit das Fahrzeug auch gerne mal im Detail vorstellen. Allerdings brauche ich eben deine Hilfe, um das Wohnen hier drin so angenehm wie nur irgendwie möglich zu gestalten. Und wenn ich ein Problem vorstelle und meine Lösung, die ich schon für gut halte, und du danach meine Lösung korrigierst und sagst, ey, das ist schon vielleicht gar nicht so schlecht, aber es geht besser, dann wäre das richtig klasse. Dann würdest du auch mir einen riesen Gefallen tun. Die größte Herausforderung meinerseits bei diesem Experiment wird es allerdings sein, wie ich mein gesamtes Leben in diesen Van verlagert bekommen kann. Was meine ich damit? Das ist ganz einfach. Ich muss hier drin meine komplette Freizeit drin verbringen. Ich muss hier drin aber auch arbeiten. Und ich muss hier drin schlafen. Ich muss hier drin aber auch die täglichen Aufgaben verrichten können, wie zum Beispiel kochen, essen. Ich muss hier duschen und ich muss auf Toilette gehen können. Gleichzeitig bin ich aber auch Musiker, also ich spiele leidenschaftlich gerne Schlagzeug, zugegeben in letzter Zeit nicht mehr so häufig. Allerdings
möchte ich zumindest auch die Möglichkeit haben, hier im Fahrzeug diesem Hobby nachzugehen, wenn ich es denn möchte. Und ich weiß jetzt schon, ein akustisches Schlagzeug werde ich hier definitiv nicht reinbekommen. Aber vielleicht finde ich eine Alternative, die ich dir dann auch mal zeigen kann. Aber nichtsdestotrotz, jeder Wohnmobilist weiß eigentlich, wie wichtig das Thema Packmaß und damit Stauraum und auch Maximalgewicht ist. Und das ist bei einem Kastenwagen mit so einem Innenausbau gar nicht so einfach einzuhalten. Also, du merkst, wir haben viele Herausforderungen, die es zu lösen gilt. Und ich würde mich super freuen, wenn du Teil dieses Experiments über diesen Weg werden würdest, mir helfen würdest, das zu bewerkstelligen. Und im Gegenzug dafür bringe ich dich an Orte, die du vielleicht so nicht bereisen kannst, weil du ja immobil feststeckst. Ich nehme dich mit auf die Reise, zeige dir verschiedene Orte und ich würde mich super freuen, wenn du mich bei diesem Projekt unterstützt. Also, wenn du möchtest, klick jetzt auf den Abonnieren-Button und die Glocke, dann bekommst du sofort eine Nachricht, sobald ich das nächste Video online habe. Und ich würde mich super freuen, wenn du Kommentare da lässt. Wenn dir was gefallen hat, auch gerne einen Daumen hoch. Wenn es dir nicht gefallen hat, dann sei es drum, dann auch gerne einen Daumen nach unten. Aber alles ist besser, als dass du gehst, ohne irgendwas zu tun. Ich danke dir und freue mich schon darauf, dass du dabei bist und mit mir zusammen die Zeit verbringst. Bis zum nächsten Video. Dein Andi. Ciao.